Hallo Sportsfreunde. Wir hatten unseren ersten Vorflug heute. Der war für mich etwas über 80 Kilometer. Tauben sind gut gekommen. Sind jetzt auch alle zu Hause. Die Täubinnen sind um einiges besser gekommen. Der Freund da hinten ist angeschlagen nach Hause gekommen. Ist zwar nicht offen, aber er humpelt stark. Er kam auch einige Stunden später. Ansonsten von den Täubern war der hier der Beste. Kam als 7. oder 8. von meinen Tauben. Ja, und die Täubinnen, kann man gar nicht sagen. Die kamen auch in 3er, 4er Gruppen. Die Pfahle kam gut. Von meinem Schimmel, die Täubin, die kam gut. Die andere Schimmeltäubin, die kam nicht gut. War, glaube ich, eine der letzten. Ansonsten im Großen und Ganzen bin ich total zufrieden. Alle Tauben sind zu Hause. Nächstes Wochenende geht es auf 141 Kilometer. Ich werde sie die Woche nicht mehr wegbringen. Lasse sie nur noch am Haus liegen. Werde versuchen, die Täuber vielleicht zweimal am Tag rauszulassen. Weil die doch spürbar in einer schlechteren Kondition sind. Der Schwarze, der kam auch etwas später. Aber für ihn war es das erste Mal soweit. Ja, ansonsten die Jungtauben lasse ich auch einmal am Tag fliegen. Fliegen auch recht fleißig. Sind heute aber zweimal attackiert worden. Eine ist angerissen und die andere hat wahrscheinlich einen Schlag bekommen. Die sitzt so komisch. Ja. Ich habe jetzt irgendwas um die 50 Jungtauben. In den Zuchtzellen sind jetzt auch nochmal vier Stück. Also gehe ich mit den Jungtauben ungefähr mit 50 Stück ins Rennen. Ansonsten nur so mal ein kleines Video. Und nächstes Wochenende versuche ich das mal ein bisschen zu filmen. Tschüssi, bis zum nächsten Mal.